Bandschneiderin. Tut das, weil sie schafft auf mich aus. Leider nicht die Lederbahn, aber... Ja, sie fand es nicht. 3 cm weniger kann man auf alle Fälle nochmal das machen. Es hat immer dieses machen. Machen wir doch ein bisschen. Sofort ab! Chaka! Ihr dürft mit eurem Seelenfänger gern alles beißen und uns auch einfangen, wenn ihr das wünscht. Und tragt in die heimliche Kaminate und zeigt eure Gespielen, sodass ihr dann unterrichtet werdet, wo ihr gewesen seid auf dem mittelalterlichen Markt zu Annweiler. 2011 sei es wohl in eurer Rechnung gewesen. Wir seien ja aus dem 12. Jahrhundert. Das ist schon etwas länger her. Danke auch. Ja. Na gut, edles Geweib hier auf dem Bänklein. Ich stehe hier am Geländer und habe einen Blumenstrauß. Aber es wäre halt was. Leute, ich kriege Hunger. Wir machen unten. Blumen!
jetzt gar kein. Ach, ist das eine Überraschung? Natürlich. Ach, wie süß ist das denn? Wenn Sie einen wirklich guten Daxa-Rasierpinsel haben wollen, kommen Sie nach Annweiler am Trifels, gehen Sie zu diesem jungen Herrn an diesen Stand und kaufen Sie für 26 Euro den weltbesten Pinsel. Können Sie mir glauben? Fragen Sie ihn. Ja, Daxa. Feiner Dachszupf. Der schäumt, was Schäumen heißt. Dann macht das Küssen hinterher wieder mehr Spaß. Manchmal ist es so gut, wenn man erzählen kann. In München sagst du. Mach. Haben wir nichts wieder? Quartiermeister! Ja, ja, ja! Wir haben ihn zurückerobert. Stehen bleiben. Katze, den Kaiser! Geht den Weg! Kann ich gucken? Jo, mach mal kühl, wir haben noch einen Namen. Besonders für die Kindlein. Über die Gasscherbe laufen. Das kannst du nicht. Ich werde nicht. Du kannst das nicht machen. Die Gasscherbe. Die zweite Puster nehmen. Schön ruhig sein. Schön ruhig sein. Die darf ja nicht aufwachen. 3, 4, 5. Jawohl! Gunibert! Applaus für Gunibert! Das ist der dümmste Lehrer oder so, den du kennst. Genau. Dem mitten auf die Backe. Ja? Nein. Zerkautes Tempo. Ein Großmaul. Es kann. Applaus für Gunibert! Meine Pumpe kriegt er nicht! Oh, wo sind jetzt die Weihnachtsgeschenke? Ja, was machen Sie da? Bovedis. Eine Spezialität aus Frankreich eigentlich. Das hat irgendwann ein Mönch, der seine Obladen für die Kirche backen wollte. Mach's gut. Ja, Sie auch. Ciao. Eulinge, das Stück. Ja. Ja, 100 ist ein Ständer! Oh, die Hecke mit Kranz, ich beende schon, hat er abgerüstet, verstehst du? Der Alte, da haben wir die riesige Hörner abgeschossen. Sehr ladig.